Truth about love. Hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin noch so aufgekratzt von gestern. Also die es wussten, wissen, es wissen ja ziemlich viele, die mich so ein bisschen verfolgen. War ich bei Pink gestern in München. Und mein Herz ist immer noch so am Schlagen und es ist immer noch für mich so love. Also ich wollte euch einfach eine kurze Review geben dazu, beziehungsweise einen kurzen Rückblick. Und es war so toll und ein paar Fotos zeigen, ein paar Videos. Es muss einfach sein, weil ich, wie gesagt, so in love bin. Und es war so, so schwer, die Karten zu bekommen. Das ist absolut klar. Also ich habe euch ja davon erzählt, dass ich keine bekommen habe, eigentlich über diesen normalen Weg, über den offiziellen Weg bei Eventtime. Da waren sie auch relativ günstig, die Karten, waren aber innerhalb von 5 Minuten ausverkauft und ich hatte keine Chance mehr. Und habe das natürlich dann gehört und bin völlig ausgeflippt und habe es dann letztendlich, weil ich mir gesagt habe, ich lebe nur einmal und ich liebe Pink, ich bin eine ihrer größten Fans und ich muss dabei sein, wenn sie eines ihrer einzigen Konzerte in Europa gibt, habe ich mir dann einfach gesagt, okay, dann mache ich es über eBay. Ich habe viel telefoniert, ich habe an vielen Gewinnspielen teilgenommen, ich habe wirklich, also mich so informiert, mir wurde natürlich gesagt, eBay, pass lieber auf, weil eBay, Vorsicht und so, ne, verarsche. Ich habe es dann letztendlich über eBay gemacht und habe auch ein Vermögen dafür gelassen. Was ich aber letztendlich sagen muss, was mir jetzt mir wird es nicht wehtun, weil es ist das, für mich hat sich das absolut gelohnt. Ich bin froh, dass ich dort gewesen bin. Und das war jeden Cent wert. So war das dann und gestern hingefahren und war auch ein ganz schöner Weg nach München. 4,5 Stunden bis 5 Stunden. Und aber das war auch so schnell vergessen, als ich dann bei Zirkus Krone ankam, schon die ersten Fans gesehen habe. Dann ging es ja erstmal die Karten zu holen bei demjenigen, der sie uns verkauft hat. Und umschreiben zu lassen, was also wirklich auch das meiste, also die längste Zeit gedauert hat. Es war wahnsinnig, wie viele Leute an dieser Kasse standen, um die Karten umzupersonalisieren. Hammermäßig. Ich stand relativ weit vorne und es war ja wie so ein Promotion-Event für ihr neues Album, The Truth About Love, was ich euch gerade gezeigt habe. Und deswegen ging das diesmal ein bisschen anders ab. Also es gab 1700 Karten, glaube ich, normal und dann gab es die restlichen über Funk, Fernsehen, keine Ahnung, die wurden verlost sozusagen. Es kamen nur 2000 Leute bei diesem Konzert. Das war ja ganz persönlich, in Anführungsstrichen, und privat. Und es gab auch ein paar VIPs, die sie treffen durften, was mir natürlich mein Herz gebrochen hat, weil ich gesehen habe, wie Leute da reingegangen sind und Fotos mit ihr hatten und sie getroffen haben. Und gut, okay, also ich bin halt diejenige, die trifft es meistens nie. Das hat einem schon ein bisschen wehgetan. War aber okay für mich, das war ab und an, kam dann mal einer und die durften natürlich dann auch die besten Plätze bekommen, ja. Ich hatte ganz normal auf Sitzplatz, freie Platzwahl, gab es eigentlich nur auf jeder Karte, dachte man. Und dann hatte man eben gesehen, dass sich auf der gegenüberliegenden Straße so eine richtige Menschenmasse angesammelt hat. Und man hat immer gedacht, und die Securities gefragt und die haben einem alle gesagt, ja, die kommen nach euch, also keine Sorge und so. Und dann haben wir ewig gewartet, bis es reinging. Es hat sich 2 Stunden lang verspätet. Wir standen ewig dort rum. Mir war kalt, ich hatte Hunger, ich hatte Durst, ich habe die Krise fast gekriegt. Ich habe gedacht, okay, für Pink. Mache ich das. Und ich habe sie schon im Soundcheck dann draußen gehört und so. Und da war schon wieder mein Herz entflammt. Von daher, hat es dann, wie gesagt, 2 Stunden Verspätung gegeben und dann ging es auf einmal los, dass die gegenüberliegende Straßenseite rüberkam und uns dann gesagt wurde, die dürfen als erstes rein, weil das sind die Gewinner von diesen Gewinnspielen. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Und die durften vor uns rein, heißt, die durften sich die besten Plätze sichern und die durften sogar im Innenraum stehen. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Also die durften, also sozusagen, wir hatten ja alle Sitzplätze, wir, die ganz normalen Pöbel, ne, die Geld dafür ausgegeben haben und 10 Stunden lang da standen.
Und ja, die Gewinner durften halt im Innenraum stehen, das heißt direkt vor der Bühne und ja, den direkten Kontakt zu Pink haben. Was ich halt ein bisschen unfair fand, weil ja, es gab wirklich dort Leute, die waren noch vor uns da, die standen dort seit Nacht, haben auf Pink gewartet, haben Massen an Geld ausgegeben und dann kommen die Leute, die eigentlich Pink gar nicht interessiert. Ich will jetzt nicht damit alle verurteilen, aber einige, die dann auch uns das spüren lassen haben, dass wir so das niedere Volk sind, die uns dann gesagt haben, ihr habt etwa kein Bändchen. Wo ich mir gedacht habe, okay, flieg hin. Sorry, muss ich jetzt aber mal so sagen. Und ja, die halt gewonnen haben, irgendwelche Kontakte haben und dann halt einfach da vorne stehen durften. Das fand es unfair, man hätte es anders machen müssen. Die Organisation war ein bisschen bekackt, fand ich. Es hätte noch mehr Ausschreitungen geben können, weil ich fand das schon ziemlich unfair geregelt. Es hätte gleichrangig behandelt werden müssen und wer als Erster kommt, mal zuerst sozusagen. Und aber das war nicht so gewollt. Ich hatte trotzdem einen super Platz, also ihr werdet das auch gerne da Videos sehen. Ich habe Pink total nah gesehen. Es war ja alles relativ klein, 1700 Leute, ihr könnt euch das vorstellen. Und dann kamen noch die Vorband, da waren wir endlich drin. Wie gesagt, dann kam die Vorband und dann war sie endlich da. 21:30 Uhr kam sie, glaube ich. Und ich habe abgerockt eine Stunde lang, wo sie da war. Sie war, glaube ich, länger als eine Stunde da, aber nicht ganz. Also so eine Stunde, Viertel, 15 Minuten vielleicht. Und ich bin dort abgegangen ohne Ende. Sie hat, wie gesagt, ihr neues Album vorgestellt und alte Songs performt. Es war so genial. Ich bereue nichts, also null. Ich bin wirklich, ich habe dort meine ganze, also alles, was sich in mir aufgestaut hat, habe ich rausgelassen. Also ich habe wirklich so Party gemacht und ich habe immer an Johanna gedacht, weil sie mal gesagt hat, lass die Sau raus, genieße es und so. Und ich habe wirklich echt dort das Teil gerockt und wir hatten uns auch mit vier Mädels aus Chemnitz ein bisschen unterhalten, auch coole Pink-Fans und ja, die haben mich auch rocken sehen, haben mir das dann nachher auch gesagt, wo sie mich nochmal gesehen haben. War total lustig. Ja, und ich zeige euch, wie gesagt, also ein paar Eindrücke. Sie hat jetzt ein paar neue Songs im neuen Album gesungen, wie ich schon gesagt habe. Das ist The Truth About Love. Habe ich mir natürlich gleich gekauft nach dem Konzert. Hier sind auch, das ist diese Limited Edition. Das sind so ein paar Bonus-Tracks sind da noch mit drauf. Und ich liebe sie. Ich liebe Pink so sehr. Hinter Rückseite und was? Und da habt ihr halt dann noch so ein cooles Bändchen mit dabei, so hier drinne und Limited Edition mäßig halt richtig cool. Und ich zeige euch mal jetzt ein paar Videos mit den neuen Songs. Ich bin absolut in love, vor allem liebe ich Try. Ich liebe Slut Like You. Ich liebe, wie heißt das? We Are. Das kam als erster Song. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Lieder davon. Die kommen jetzt. Yeah.
just full of love for all of you, and I appreciate it. And you made this song. You guys were the first with this song, and thanks from my bigger heart. Not my boobs. My boobs are smaller. My heart's bigger. My boobs got smaller. It's all right. They were big for like 6 months. It's not me. I'm not that girl. Okay, go. Und ja, sie hat aber wie gesagt auch noch viel andere Songs performt. Ich liebe die neuen Songs, muss ich sagen. Ich liebe das Album. Ich habe es mir gestern rauf und runter angehört, auch bei der Rückfahrt. Sonst wäre man eingepennt. Ja, und wie gesagt, also ich liebe das neue Album jetzt schon so dolle. Also richtig geil. Erinnert mich, also Funhouse war ganz anders. Erinnert mich mehr an Try This und I'm Not Dead. Also so an diese Alben erinnert mich das ein bisschen. Richtig knallemäßig drauf, auch ein paar ruhigere Songs. Ach ja, True Love ist auch noch total schön. True Love. So toll und ja, sie hat auch, wie gesagt, noch ein paar alte Songs, also normale Songs von ihr gesungen. Und ja, die zeige ich euch jetzt nochmal ein paar Videos davon. Und ja, also die Stimmung dort war auch der absolute Burner. Also es hat wirklich, es hat so geknallt in diesem Zirkuskrone.
alle super drauf. Es waren halt die Hardcore-Pink-Fans alle da, ne? Und das fand ich halt richtig genial. Das war so eine tolle Stimmung dort. Absolut genial. Jeder hat dort gefeiert und das fand ich richtig, richtig cool. Natürlich auch alles dabei. Männer, Frauen, jeden Alters. Das finde ich halt bei Pink auch immer besonders cool. Und ja, wie gesagt, sie hat sich auch nochmal bedankt dafür, dass man ja eben so lange die Treue hält und sie wieder besucht. Und ja, auch, dass sie wieder da sein kann und dass wir auch alle da sind. Und ja, ich fand es so toll, dass sie wieder auf der Bühne zu sehen. Ich liebe sie auf der Bühne zu sehen. Sie ist live einfach perfekt. Pink ist einfach so eine Stimmgewalt, was sie hat. Und jedes Mal, wenn ich sie live höre, weiß ich genau, das ist für mich, das ist mein Idol, meine Lieblingssängerin, weil sie ist einfach, sie singt mit Herz und sie singt, ja, aus voller Überzeugung und das ist so toll. Also sie ist wirklich eine absolut geile Rampensau und die ist ehrlich, die sagt, was sie denkt und das finde ich an ihr so cool. Ne? Also man hört fast nie was über sie, also schlagzeilenmäßig gar nicht und sie ist so kackenehrlich und das finde ich richtig, richtig cool an ihr. Einfach eine coole Sau und so muss das sein und ja, sie überzeugt mich total. Sie ist eine super tolle Frau auch, eine sehr, sehr starke Person und das wird sie auch immer bleiben. Also sie ist für mich die perfekte Frau. Also echt total toll. Auch wie sie aussah wieder. Echt so traumhaft schön. Ich liebe ihre Haare. Ich liebe ihre Haare so, so sehr. Ich, ja, würde sie mir auch so schneiden, wenn ich jetzt nicht in der Bank arbeiten würde. Aber ich liebe ihre Haare so sehr. Und ich liebe allgemein ihr Aussehen, ja. Am Ende dann gab es Autogramme. Aber nur für die vorne standen. Das war wieder das, was mich so angekotzt hat, weil die hatten eh schon Glück bei ihren Gewinnspielen und dann kriegen die alle nochmal Autogramme. Ich habe auch so wirklich der auch gegönnt, die hatte dann ein Autogramm auf dem Bauch bekommen, das wollte sie nachtätowieren lassen. Die hat sich echt super gefreut, also da habe ich das auch echt gegönnt. Aber so die ganze erste, man saß halt da, durfte auch nicht runter, weil man war ja jetzt nicht diese Bändchen-VIP, ne, und das so anzusehen, ne, dass Pink da eben jeden Autogramm gibt und man nicht dahin kann, das war schon sehr, sehr traurig für mich. Aber okay, ich habe es dann akzeptiert, habe ihr dann das neue Album gekauft und ja, dann noch ein paar Hinterausgängen gewartet, weil ich wollte natürlich irgendwie doch versuchen, ein Autogramm zu bekommen von ihr und das war, ja, hätte ja sein können, dass es passt und auf jeden Fall kamen dann halt ein paar BMWs vorgefahren und ja, wir sind dann losgestartet, hinterhergefahren und an der Ampel neben ihr, neben dem Auto gestanden und da war sie drinne. Oh, und ich am Kreischen, also ich habe rübergeguckt und da saß sie, ja, und sie hat mich aber leider nicht gesehen, also sie hat die ganze Zeit irgendwie am Handy oder irgendwas gemacht und auf jeden Fall hinterhergefahren bis zum Hotel. Aber der BMW vor uns hat uns dann ausgebremst, dass ich sozusagen, als ich ausgestiegen bin und zu ihr herrennen wollte, sie schon weg war. Ja, ich habe dann noch ihre Band gesehen, die sind dann auch noch im Hotel ausgestiegen und das war's dann. Also hätte ja passen können, aber es war auch für mich so ein Erlebnis, sie nochmal da zu sehen. Es war richtig cool, hat auch keiner erlebt, außer ich. Und ja, fand ich richtig, richtig toll. Für mich, also als Resümee, es war eines der geilsten Konzerte wieder, was ich von ihr erlebt habe. Viele haben gesagt, es war zu kurz, keine Ahnung. Aber es war ja auch nicht auch so geplant, so promotionmäßig. Es war ja jetzt keine Tour, keine richtige und von daher war es für mich völlig in Ordnung. Ja, also ich war überglücklich, ich bin überglücklich und ich liebe sie, ich liebe Pink. Und ja, sie hat gesagt, see you soon. Ich hoffe, dass sie 2013 wiederkommt und ja, jetzt erstmal nicht, jetzt wird es wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen und ihre neuen Single und so rauskommen und aber dann wird erstmal, glaube ich, nichts kommen und ich hoffe, dass sie dann irgendwann in 2013 eine Tour macht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, weil ich bin wieder mit dabei, auf jeden Fall. Ja, genau, also das war so dieses mein Pink-Erlebnis in München. Es war so genial. Ihr könnt auch nochmal, wenn ihr wollt, bei Energy und Jump und so spielen die jetzt nochmal ein paar Songs aus dem Konzert. Nächsten Donnerstag soll, glaube ich, bei Energy so ein bisschen Konzertmitschnitte kommen. Und da kann man sich das auch nochmal anhören, aber da habt ihr jetzt einiges gesehen. Zum Schluss werde ich euch nochmal ein paar Bilder einblenden. Die wir so geschossen haben, sind jetzt nicht so viel dabei, weil man wollte sich das natürlich angucken, genießen und oh, ja, und ich habe sie genossen. Oh. Liebe, ja, und genau, also die werde ich euch im Anschluss nochmal ein paar einblenden, meine Pink und ja,
Achso, und das T-Shirt hatte ich auf jeden Fall an. Das habe ich auch bei Instagram und bei Facebook, glaube ich, gepostet. Ne? Also das ist so mein Fanshirt, was ich gemacht habe. Das habe ich mir extra davor drucken lassen. Ja, blow me one kiss, please pink. Aber sie hat es nicht gesehen, weil ich war ja doch schon ein bisschen, ne? Sie hat aber ein paar Mal zu mir geguckt. Also sie hat schon registriert, dass man da war. Und ich habe ihr auch einen Kusshand zugeschickt. Und wo sie fucking perfect gesungen hat, auch you're fucking perfect to me. Ja, das hat sie auch gesehen, also sie kam dann so rüber und ja, also ich hatte am Anfang auch, wo sie kam, ich habe sie jetzt 2 Jahre lang nicht gesehen, ich habe gleich, ich bin in Tränen ausgebrochen. Das ist bei mir meistens immer so, wenn ich sie dann sehe und sie auf die Bühne kommt, das ist für mich immer so ein Highlight irgendwie. Also es war für mich gleich wieder so ein Emotionsstrom, der da, ja, es ist gleich wieder aus mir rausgebrochen und dann bin ich aber voll in Party übergegangen. Aber das kam halt dann wieder über mich, weil es ist für mich immer wieder so besonders, sie zu sehen irgendwie. Es ist ganz, ganz toll. Ja, genau. Als letztes wollte ich euch bloß mal zeigen, ich war gerade, weil es passt eigentlich überhaupt nicht, aber ich war gerade bei Catrice, weil ich wollte mal nach dieser neuen 40s, wie heißen die LE? Oh Gott. Hollywood's Fabulous 40s war ich gucken. Ich muss sagen, dass mich da nicht viel interessiert hat, außer diese Lippenstifte, die gefallen mir sehr, sehr gut. Und der Blush, ich habe so viel Blushes, also von daher hat sich das für mich nicht gelohnt. Ich habe mir aber 2 Lippenstifte mitgenommen, die ich sehr, sehr schön finde. Und zwar einmal der, das sind Velvet Lip Colors, also so ein Velvet, ja, Lip Finish. Die Farbe 1002 Holly Rosewood. Das wird man jetzt alles nicht sehen. Also die Farbe, es ist so ein schönes Rosenholzfarbe. Super toll, die habe ich auch drauf, gerade auf den Lippen. Richtig schön für den Herbst, ich muss ein bisschen vordenken. Und dann habe ich einmal die Farbe The Nude Scene, also dieses tolle Nude. Ich finde, es passt auch sehr, sehr gut zu mir. Also sehr, sehr schön. Kann man das so ein bisschen erkennen. Auch eine tolle, tolle Farbe. Das Swatchen bringt das, glaube ich, erstmal nichts. Kann ich ja in den nächsten Videos machen. Und dann habe ich mir nur einmal dieses neue Plump Up The Jam mitgenommen. Die 570. Toller Eyeshadow. Ich liebe ja sowieso Lavendel und so diese ganzen lila Farben. Was ist denn jetzt los? Wieso kriege ich denn das nicht auf? Ich kicken jetzt aber schon auf. Ja, das ist dieser hier. Also finde ich auch sehr, sehr gut. Also sehr, sehr gut zu meinen Haaren. Passend. Das ist dieser Plump Up The Jam. Sehr, sehr schöne Farbe. Auch mit so Goldschimmer. Aber das wird jetzt nichts bringen, wenn ich euch den swatche. Das ist halt so ein lila Gold. Sehr, sehr schöne Farbe. Ja. Und ich muss euch erzählen, das war auch eine coole Story. Und zwar bin ich schon sehr, sehr lange auf der Suche nach diesem Moonlight-Pinsel, heißt der so. The Moonlight, ach so, diesen Pinsel von der Moonlight Collection von Essence, die gab es ja letztes Jahr, glaube. Und den wollte ich schon immer haben, weil ja Fanny Pilgrim ihn auch ganz, ganz oft in Tutorials und sowas zeigt. Und ich fand den toll, weil ich liebe ja Blushpinsel. Also ich könnte Blushpinsel auch unendlich viel kaufen. Und jetzt hatte ich mir den bei eBay bestellt. Ganz, ganz cool. Und jetzt habe ich den bekommen und ich finde den richtig, richtig toll. Den muss ich euch jetzt nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr kennt den ja sicherlich. Und der ist so, so, so weich, ja. Also das ist ja die absolute Liebe. Der sieht so aus und oh, der ist so weich und ich liebe den für den Blush. Also das ist total toll und Essence müsste den mal wieder rausbringen, weil der ist so, so schön. Also wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe dann auch noch diese Pigmente bekommen, diese, die hat er mir mit reingepackt, das fand ich richtig nett. Und zwar solche 3 Pigmente, diese Glitzerpigmente halt. Das ist rosa, schwarz und blau, glaube ich. Richtig schön hat er mir damit reingepackt, habe ich jetzt aber leider nicht da. Ja. So als kleiner Haul, was heißt Haul am Ende, so also ein kleiner, was ich heute noch so ein bisschen geholt habe. Ja, und dann wollte ich euch nochmal was fragen, wann kommt denn die neue Glamour raus? Weil ich habe heute nach der geguckt, weil ja irgendwie wieder Glamour Shopping Week sein soll und ich will gucken und habe sie aber nicht gefunden. Wann kommt denn die raus? Könnt ihr mir das mal sagen? Ja, das war ganz lieb. Genau, so ihr Lieben. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin, wie gesagt, immer noch im Pinkfieber. Ich könnte ihr Album nur hören. Also das ist der absolute Hammer. Ich denke ja sofort an das Konzert. Das ist bei mir immer so. Das geht ewig jetzt, dass ich daran denken muss. Weil, ja, ich einfach, ja, dieses Konzert, ich bin immer so konzertgeil dann bei ihr und kann das immer wochenlang nicht vergessen und bin dann immer noch so in Konzertfeeling. Oh, toll. Ja, und ich zeige euch jetzt, wie gesagt, noch ein paar Bilder. Am Ende von ihr und da könnt ihr mal sehen, wie wunderhübsch sie ist und wie toll sie ist und
Ja, ich liebe sie und damit werde ich dieses Video jetzt auch beenden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, obwohl es jetzt kein Beauty-Video war. Was noch kommen wird, ich weiß, ich muss meine Schminksammlung noch weitermachen. Ich kann auch ein paar Herbst-Haul würde ich auch gerne machen, so ein paar Fashion-Sachen euch zeigen, die ich geholt habe. Und ja, aber das kommt wie gesagt alles noch. Jetzt, dieses Wochenende ist ein bisschen schwierig, weil ich war einfach jetzt, bin jetzt im Pinkfieber und morgen auch wieder Tierheim und so. Und von daher wird es ein bisschen schwierig, aber es kommt alles. Also macht euch keine Gedanken. Und ja, folgt mir auf Facebook, auf Instagram, wie gehabt. Und bleibt mir treu. Macht's gut. Ciao.